Liebe zu schaubarem Gott. Anlass der Offenbarungen. Ich offenbare mich euch. Ich helfe euch, dass ihr zum Erkennen meiner selbst kommet, auf dass ihr die Willensprobe auf Erden recht besteht, auf dass ihr euch zu mir bekennet, wie ihr euch einst abgewendet habt von mir, trotz auch vollster Erkenntnis. Doch in eurer Verblendung ersaht ihr alle Macht und Herrlichkeit in meinem Gegner, in dem Wesen, dessen Wille euch erstehen ließ und der seinen Willen in euch legte, der euch nun zum Widerstand antrieb gegen mich. Damals wusstet ihr wohl um mich als Kraftzentrum, doch ihr konntet mich nicht schauen und wendetet euch daher dem zu, den ihr sehen konntet, der ein Wesen war gleich euch, jedoch auch erst aus meiner Urkraft hervorgegangen. Ihr konntet mich nicht schauen, und darum seid ihr gefallen, darum seid ihr dem gefolgt, den ihr sehen konntet. Ich aber will euch wiedergewinnen, und meine erbarmende Vaterliebe nahm Gestalt an, um in euch als schaubarer Gott die Liebe zu entfachen, die euren Willen wandeln soll, die nach dort verlangen soll, wo sie ihren Ursprung nahm. Ihr solltet mich erkennen, auf dass ihr mich anerkennet und also zurückkehret zu mir, von dem ihr einst ausgegangen seid. Darum offenbare ich mich euch. Die Liebe allein führt euch zu mir zurück. Darum versuche ich alles, um diese Liebe in euch zu erwecken. Und darum offenbare ich mich euch, weil das Wesen, das ihr anstreben sollet, von euch erkannt werden muss, um geliebt zu werden. Doch niemals trete ich offen vor euch hin in meiner Macht und Herrlichkeit, weil ich echte, tiefe Liebe von euch will, die ihr nur dem Vater zuwendet, nicht aber dem Herrscher und Beherrscher der Unendlichkeit, den ihr wohl fürchten würdet, so ihr ihn erkennet, nicht aber lieben. Und darum offenbare ich mich euch als Vater, der seine Kinder in inniger Liebe umfängt und sie beglücken will für ewig. Ich offenbarte mich durch Jesus Christus, der als Mensch den Vater in mir erkannte und mich voll und ganz in sein Herz aufnahm, der so völlig von meinem Geist durchdrungen war, dass dieser ihn gänzlich beherrschte und vergöttlichte, dass nun meine gewaltige Geisteskraft im Menschen Jesus schaubar wurde, also ich selbst mich in eine Form gegeben habe, um euch schaubar sein zu können, auf dass ihr mich nun auch lieben lernet und mir zustrebt. Ich will euch wieder zurückgewinnen, doch die Liebe in mir soll euch bestimmen, euch zu trennen von meinem Gegner. Und diese Liebe will ich in euch entzünden, indem ich mich euch offenbare, überall trete ich euch in den Weg und rege eure Gedanken an. Überallhin verströme ich meine Liebekraft. Alle Wege gehe ich mit euch, nur des Momentes harrend, wo euer Wille bereit ist, Fühlung zu nehmen mit der Kraft, die euch erschaffen hat. Und nichts lasse ich unversucht, um in euch zur Überzeugung werden zu lassen, dass ein Wesen euer Schöpfer ist, das ewig nicht vergehen kann, um dann in euch die Liebe zu diesem Wesen zu entzünden, das euch veranlasst, das Wesen zu suchen, auf das ich mich dann von euch finden lassen kann. Euer ganzes Erdenleben ist eine Offenbarung meinerseits. Denn immer könnet ihr mich erkennen in allem, was ihr erlebt, was euch umgibt und was geschieht. Denn alles ist mein Walten und Wirken, das seine Begründung hat in der Zurückgewinnung des einst von mir abgefallenen Geistigen, das mich erkennen und lieben soll, damit ich dann als schaubarer Gott unendlich beglücken kann, weil es dann mein geworden ist für ewig. Amen.